Um die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft zu stärken, haben sich nach Informationen von Welt am Sonntag 9 deutsche Konzerne zusammengeschlossen. Gegründet wurde die Initiative der deutschen Wirtschaft von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing. Ziel sei es, mit eigenen Vorschlägen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Unter dem Titel »Jetzt handeln – Gemeinsam für ein zukunftsfähiges Deutschland in Europa« hat die Initiative ein Positionspapier erstellt. Inhaltlich geht es darin um die Nutzung von Daten, die Ausbildung von Mitarbeitern, die Frage, wie man Erfindungen schneller an den Markt bringt und um Investitionen. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen neben der Deutschen Bank Bayer, Daimler, Deutsche Börse, Lufthansa, SAP, Siemens, Trumpf und die Axel Springer SE, zu der auch Welt gehört.